Meinst du die Szene mit dem Hammer? Ja, da geht er unter, ja. Oh, die... Oh! Irgendwie leckt es immer noch voll. Also es hängt voll hinterher, meine ich. Ja, das ist aber immer so beim Livestream, dass es Delay hat. Also ich bin jetzt vielleicht 2-3 Sekunden hinten dran. Nee, ich glaube, das ist schon ein bisschen länger. Ja, doch, wobei, doch, ja, so 5 Sekunden. Ey. Kirk hat 0 Skill. Ja, und dafür kann er es wenigstens, die 0 Skill durchsetzen, konsequent. Durchführen. Mach mal ein Foto. Soll ich dir ausrichten? Vom Spencer. Hallo Spencer! Obwohl, Moment, wenn ich so sage, hallo Spencer, dann müssen wir ja schon wieder hier unseren Favoriten grüßen, ne? Riffraff oder Quietschquatsch. Robert Dani Hunzler! Ja, hallo Leute! Hier ist wieder der grüne Blitz. Ich bin der grüne Blitz. Und ich möchte euch heute mein Lieblingsspiel erklären. Das ist Animal Crossing. Animal Crossing ist aber kein so Spiel, das man in 2-3 Sätzen erklären kann. Das ist nämlich... Ja. Und ich bin wieder Game Over. Hat jemand mitgezählt? Du hast bestimmt mitgezählt, ja. Ne, Gannon? Ich habe eigentlich nicht mitgezählt, aber ich sag's dir mal. It's Game Over! Beach. The game. You lost. Beach. Und wie geht es euch so? Weiß ich nicht. Also bis ich Kirak anrufen sollte, ging's eigentlich gut. Du hast freiwillig mitkommentiert, also sag hier nichts. Außer, ja, ich weiß. Außer du hast eine Wette abgeschlossen und bekommst Geld dafür. Nein, ja, ich bekomme Geld von Greenpeace, weil ich mich um Abteilung Mistkäfer kümmere, deswegen komme ich mit. Der war böse. Ich weiß. Aber dabei war ich noch harmlos im Vergleich zu dem, was ich sonst noch so bringen könnte. Aber es ist noch vor 22 Uhr und es könnten noch kleine Kinder mit. Und ich habe hier kein Piepgeräusch, ne? Ja. Is that all you desire? Noch 91 Game Overs bis Castle of Doom. Ey, nee, das war niemals 9. Laberkin Käse. Doch. Es waren keine 9. Es waren 7. Ja, okay, eigentlich hast du recht. So. Eigentlich hast du recht, es waren schon 90, aber wir haben gedacht, vielleicht hast du da weniger Panik. Halt die Klappe. Halt du doch meine Klappe, ich bin gerade zu faul. So. Ey, cool, Level Ending, oder? Nee, Quark. Jetzt soll man einfach nur hier Cutscene. Junge, doch, Junge, du, was los denn du? Ende. Schlaberst du? Junge. Stress nicht. Du bist ein Noob, das sind mindestens 9. Nein, das waren keine 9. Es waren 7. 7 ist mehr als 3. Ja. Oh, das wäre eine gute Idee, Raptors. Das eigentlich musst du mal machen. Ich soll dir von Chaos sagen, Hamster sei ruhig, sie sind eh nur wegen mir hier. Guckt euch mal an, wie schlecht der ist. Überall eine grüne Fahne. Der hat kein einziges Level komplett abgeschlossen. Ja, weil ich die Level nicht darauf spiele. So, weil ich versuche. Guckt es euch an, wie. Ich hab doch gesagt, ich spiele darauf, die Level durchzuspielen. Ich lauf extra nicht in irgendwelche Bonusräume. Halt deine Mund, du Arschlöchel. Guck mal, wie schlecht es ist. Schöre, Digga. Scheiße. Ah, jetzt kommt eins meiner Favo-Levels, obwohl ich da auch gefailt bin. Beim ja, das mag ich auch ziemlich. Aber nur, weil ich ein Item einsammeln wollte. Und da will der nur durchspielen, die zensiert. Oh, meine Fresse, ich sacke gerade. Ich muss sagen, Marv mag ich auch nicht gegen viele Gegner. Nee, ich mag auch nicht. Ich mag Marv aber auch in der Fire Emblem-Reihe nicht. Also Ike ist da schon besser. Wobei das Interessante ist eigentlich, wenn sie nach den kompletten Werten von der Fire Emblem-Reihe gegangen wären, wäre eigentlich Ike der Schnelle und auch noch zusätzlich stark. Und Marv wäre eigentlich nur so der Durchschnittsschwertkämpfer und hätte vielleicht so die Standard-Kombos, die auch Link kann.
Also ja, eigentlich ist Mars, wenn sie komplett bei Emblem gegangen wäre, Ike übelst overpowered, weil es wäre dann ein schneller Heavyweight-Charakter. Ja gut, aber das wäre ja dann irgendwie Unbalance. Das wäre in Balance. Ja, okay, in welchen Balance? Nein. Okay, der war lame. Ich hab gesagt, das war Unbalance, nicht in Balance. Es wäre unausgeglichen, weil es nicht balanciert wurde. Bitte. Ich möchte oder weil auch kleinen Finger die Höhe halten. Bitte. Ja. Genau. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Unbalance. Guck, die haben auch Unbalance verstanden. Ich habe aber eben gesagt. Schwucken. Nein, du hast Unbalance gesagt. Nein. Es heißt. Nein, ich habe doch ungesagt. Und du hast in gesagt. Junge, hör mal genau, so when I'm derated, das heißt imbalanced. Du musst es dir einfach merken, ich hab gerade so einen scheißen Track amerikanischen Akzent, ich geh die gar nicht raus. Ich höre die gar. Ich höre die genau. Rage, Alter. Digga. Ja, richtig gute Band übrigens, Rage. Was Band? Wie ich darauf komme, dass du Vegetarier bist. Ich sag's mal so, du hast mehr Schiss vor Ehek als ich. Ach übrigens, ich kam gerade vom Abendessen wieder, es gab spanische Gurken. Broken Rail! Boah, da fällt mir gerade wieder, wenn du schon das Thema Ehek ansprichst, da fällt mir wieder ein richtig schlechter ein. Was haben die XXXL Möbelhäuser und Ehek gemeinsam? Den roten Stuhl. Bam! Ja, liebe Freunde vom Goldsche Bastille. Es tut mir auch leid, dass es dieses Jahr nicht so ganz geklappt hat. Nächstes Jahr holen wir den Magic Spoonheimer. Na, Hallamasch! Ach so, ich muss sagen, ich bin Frankfurter und Frankfurter sind fast nach der. Die größten Fastnachter auf Erden, sag ich mal, sind die Kölner, ne? Kannst ja mal Mirko fragen. Scheiße, schon wieder Game Over, ich sacke, jetzt sind's 9. Fortsetzen. Wieso die Flachwitze kommen, ich hätte, soll ich was sagen, Schlieger? Ich habe es auch zu 100% durch und mein LP wird zu 100% laufen, ne? Was, Brötsch ist da? In Werbung, Fleischwerbung. Okay. Hallo. The Bretchman is in the house. Beach. Geht. Du bist spät, Bretch. Fast wie Kirak jetzt schon 10-mal Game Over gegangen. Nein. In Brawl. Was spielst du? Brawl. Auf. Heftig, ne? Jo. Heftig, gell. Ist ja schlecht. Und Bretch, spielst du jetzt gleich live, Bass? Was? Kann ich machen. Ich schicke mal Link zu. Ey Spencer, ich hatte Brawl auf 100% schon 1989 durch, ne? Ich hab mir das Spiel von Chuck Norris ausgeliehen. Okay. Ey, war so schlecht, ey. Geht's überhaupt nicht. Das war gerne ein Kirby. Mann, ich will jetzt bei dir mal zugucken, wie du spielst. Wie weit bist du denn? Ich bin jetzt bei die belagerte Burg. Einsam umkämpften Festung. Ich sehe schon ein Standbild. Ach. Du musst auf Play drücken. Stimmt. Oh, ich war auch gerade Standbild. Ich höre mich selber, oh Hilfe! Wie wär's mit Mute? Ja, hab ich schon. Nicht so kompliziert. Deutsch, gerne. Mach voll Lautstärke und Spiro mich. Okay. Und Züge. Ab nach Düsseldorf. Ach ja. Kirak? Ja? Wann hörst du eigentlich mit deiner Hinrichtung auf hier? Wieso? Bis zu Castle of Doom werde ich es nicht kommen lassen. Aber wie gesagt, das kann ich auch von mir aus so streamen. Du spielst heute noch durch, ne Kirak? Hab ich gehört? Ja klar, auf jeden Fall. Ey, ich bin kein Mod, was ist das denn? Boah, Spasti, okay, also Alter! Alter. Digga! So unsozial, Alter! Digga! Da, ne? Nein, Maxi Tomate hielt nicht mehr full. Das war ein SSBM. Maxi Tomate hielt nur noch 100% in Brawl. Echt 100? Ja, nee, 50, ja. Oder? Oder? Ja, es hielt nicht mehr full. Das war bis ein.
Einschließlich SBM so, aber danach nicht mehr. Lieber nicht mal. Für Brawl rausgenommen. Ja, Brawl, das kann ja sowieso jeder Casual Gamer noch spielen. Das haben die echt so gestaltet, dass er auch ein Quereinsteiger mitmachen kann. Weil es ist schon mehr Skills. Meinst du jetzt bei der Story oder allgemein? Allgemein. Hm, ja, gut, aber. Es kommt immer darauf an, wie man es spielt. Also. Ach, stimmt, das war scheiße. Ja. Dann war es das Herz. Das Herz kann ich ja. Aber das Herz macht nicht. Irgendwas haben die für Brawl genervt. Dann war es vielleicht die Tomate, dass es auf 50 runterging. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder hat vielleicht das Herz früher alles geheilt? Das Herz hat in 64 und Melee immer voll gemacht. Das weiß ich auch noch. Ja, hier heilt es nur 100. 100% oder was? Hier heilt es nur 100. Ah, dann haben die beides genervt, weil die Tomate macht, glaube ich, nur noch 50 weg. Ja. Ah, von mir aus Meta Knight. Dann kann ich wenigstens fliegen. Mit Meta Knight kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich verstehe nicht, warum die Leute den in der Tierliste so weit oben hinpacken. Weil man mit dem am besten spammen kann. So, was mein Lieblingscharakter ist, dass es direkt rauskommt. Aber nur wegen draußen. Ja, du kannst mit dem das wirklich, aber ja, okay, du kannst mit dem da. Ja, also direkt, dass es rausgekommen ist, war das. Aber jetzt bin ich Ness oder Samus. Ich bin meistens. Ja, Lukas spiele ich auch in dieser Zeit. Oh ja, Lukas habe ich auch wieder angefangen. Das ist ein cooler Charakter. Lukas muss ich auch häufiger spielen, also ich habe schon ziemlich lange Lukas abstinent gehabt. Aber dafür habe ich mir die Ice Climbers antrainiert. Brawl spiele ich im Moment ja nicht mehr. Ich konzentriere mich ja im Moment auf ein anderes Genre. Genre? Also in dieser Beat'em Up Sache spiele ich eigentlich privat momentan eher mehr Tarsino. Ich warte ja allerdings auf Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Das kommt ja, warte, ich glaube am. Kam das schon morgen? Ich weiß es gar nicht. Also es kam auch. Es ist doch noch bei der E3 gezeigt, hier Street Fighter vs Tekken oder so. Oder Street Fighter X Tekken, irgendwie ja. So eine Art heißt es doch. Es gibt sogar zwei verschiedene Spiele. Es gibt einmal Street Fighter Cross Tekken und einmal Tekken Cross Street Fighter. Ah ja, Tekken vs Street Fighter, ja. Ja. Mann, ich will eine Konsole haben, auf der ich Mortal Kombat 9 spielen kann. Ich will einen neuen Mortal Kombat Style spielen. Das ist eigentlich mein Favorit unter allen Beat'em Up Reihen. Hm. Ich bin nicht so der Fanmuster von Mortal Kombat. Mal gucken, ich habe hier von der N64 bis einschließlich Wii, die Armageddon-Fassung von der Wii alles. Finish him. Ich fand die Story da immer schön interessant. Hm. Okay, weil sie auch so düster war. Aber es ist irgendwie so typisch Klischee. In jedem Beat'em-Up-Spiel hast du immer so einen bösen alten Zauberer, ja. Also zum Beispiel in Tekken ist es ja der Heihachi. Ja? Aber das ist kein Zauberer, oder? Ja, Zauberähnliche Funktion hat der schon. Zauberähnliche Funktion. Aber es ist auf jeden Fall immer ein böser alter Mann. Ja, das stimmt. Ach fuck, beim letzten Gegner bin ich krepiert. Zum Beispiel hast du ja Shang Tsung, der ist ja eigentlich ein alter Sack, auch wenn er manchmal einen Jungen verwandelt. Oder was auch typisch ist, du hast immer einen Charakter, der Bruce Lee, ein Bruce Lee Tribute darstellt. Zum Beispiel Martial Law bei Tekken. Ja. Oder auch hier bei Soul Calibur, wie hieß der Typ mit den Nunchucks da? Maxi, genau. Und Modern Comet war es ja. Liu Kang. Mit einem Bicycle gekickt. Sind es diese, die so quer nach oben gehen? Oder war das der Charakter, der so diese Tritte quer nach oben gemacht hat? Nee, der fliegt eigentlich ziemlich parallel zum Boden auf den Gegner zu. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Aber zu meinen Ängsten gehört bei Mortal Kombat, zu meinen Favoriten gehört eher Kung Lao, der hat so einen coolen Hut. Es ist der mit diesem, mit dem Hut, der alles schneiden kann, genau. Ja. Der hat so eine bescheuerte Fatality, ey. Er greift in den Hut rein, zieht einen Hasen raus und verprügelt damit seinen Gegner zu Tode. Das ist so eine Scheiße. Das ist so ein Quatsch. Ja, oder natürlich, wer auch zu meinen Favoriten gehört, ist natürlich Scorpion. Also das ist schon so ein Muss.
Und wer